So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 Berserker. Ich hole euch jetzt gleich mal im Ladebildschirm dazu, weil wir haben hier ein schwieriges Areal, durch das wir hier müssen. Das Spiel hat nämlich bewiesen, dass es hier gerne mal abstürzt. Uiuiui, und da gibt es schon wieder heftige Ruckler. Ich würde jetzt echt nochmal kurz gern... Ah, shit. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ich frage mich, was hier los ist, ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich werde jetzt mal ganz schnell hier speichern, damit wir mal einen Hard Save wenigstens haben von dem Ort hier. So, das ist, glaube ich, schon mal gut. Und jetzt schauen wir mal, ob ich hier noch schnell looten und handeln kann. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Weil ich über... Ja gut, wir haben ein goldenes Ei, ne? Wir haben ein goldenes Ei. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob wir hier tatsächlich den Raketenwerfer für Salazar benutzen sollen, aber wir haben noch ein goldenes Ei, dann hebe ich mir den Raketenwerfer auf. Es kommen bestimmt noch Passagen, in denen freue ich mich, dass wir einen haben. Okay, und jetzt nix wie auf zum Boss. Oder soll ich... Ja, ich speichere nochmal ganz kurz. Bitte nicht abstürzen, Spiel. Bitte nicht abstürzen. Wir sind hier gleich raus. Und dann wird alles gut. Okay. Eventuell haben wir jetzt das eine Gebiet, in dem das Spiel gerne abstürzt, sogar schon hinter uns. Schauen wir mal. Passt auf, was ihr sagt, mein Lord. Was soll man denn über euch? Dammit, jetzt hat er mich gewone-hitted. Ich dachte, ich riskier's. Ich dachte, ich baller einfach rein. Aber nee, wollte er nicht. Das Risiko gehe ich ein. Ich dachte, er ist so gut wie tot. Na gut, ich bin gespannt, ob auch der Boss jetzt verändert wurde. Bis jetzt haben wir nichts gemerkt. Ich habe auch vor, den so schnell wie möglich hinter uns zu bringen, aber ja. Oh, jetzt habe ich daneben geworfen. Ey, kann ich gleich nochmal Quicksave laden hier? Das goldene Ei daneben werfen ist nicht cool. Hiermit. Der soll aufhören, so zu zappeln. Ach, komm mal, dass er mich da noch erwischt hat. Das war doch jetzt unmöglich, hier auszuweichen. Was soll man denn über euch denken? Hui, das hat wehgetan. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, der ballert mehr raus. Der macht mehr Schaden. Der ist ein bisschen krasser als normalerweise. Der hat mir jetzt nämlich ziemlich schnell die Schutzweste zerballert. Und ist auch ein bisschen aggressiver, habe ich das Gefühl, oder? Aber ich kann es nicht sagen. Arschloch. So viel Heilung habe ich nicht mehr. Jetzt ist aber gut hier. Hm.
Hat er mich gerade mächtiger Bastard genannt? Ist das ein Kompliment oder? Wie soll ich das jetzt verdeuten? Ah, seine Kackminen, die er überall platziert. Tankt ganz schön trotz Ei. Ah, okay. Da haben wir ihn. Cool. Das hätten wir. Jetzt gehe ich noch mal schnell durch. Wir haben hier noch ein bisschen Loot. Den nehmen wir mit. Nach so einem Boss ist immer eine gute Idee, seine Heilung vor allem ein bisschen aufzustocken. Munition haben wir, glaube ich, sogar noch einigermaßen, oder? Dadurch, dass ich das goldene Ei am Anfang benutzt habe. Aber krass, oder? Was der immer noch aushält, trotz goldenem Eiwurf. Ich glaube, das nimmt ihm normalerweise, ich weiß jetzt nicht, wie es der Mod macht, aber normalerweise nimmt ihm so ein goldenes Ei, glaube ich, 70% seiner Lebensenergie, wenn mich nicht alles täuscht. Das waren jetzt nur 30%, ne? Also eigentlich dreimal so lang und dann noch ein bisschen mehr. Schon krass. Und das auf, wir spielen jetzt auf normal. Also, wie gesagt, weiß nicht, was der Mod noch irgendwie verändert, aber, auf hart dementsprechend krasser. Okay, let's go. Auf zur Insel. Insel-Pan hier einfügen. Reif für die Insel oder, Insel Abenteuer wartet oder ich brauche Inselin. Ach, keine Ahnung. Let's go. Krauser, jetzt erschieß ihn halt. Trottel. Es wäre so gut, wenn man Krauser hier einfach erschießt. Und dann passiert das ganze Militärgelände und Bosskampf einfach nicht. Weil er einfach tot ist dann. Das wäre lustig, oder? Wetten, wenn das ein Hideo Kojima-Spiel wäre, dann wäre es so. Dann hätten die das eingebaut. Keine Ritterrüstungen hier? Perfekt. Wenigstens muss ich nicht schwimmen. Okay. Ja, dann gehen wir noch schnell auf die Insel in der Folge, ne? Sonst ist es ein bisschen sehr kurz heute. Wobei ich gesehen habe, dass eine der vergessenen Folgen irgendwie eine Stunde lang ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ist ja auch okay. Ist ja auch wirklich okay. Wisst ihr, ich hätte gerne irgendwie einfach so, weil es irgendwie schön wäre. Einen anderen Grund habe ich dafür wirklich nicht. Weil es schön wäre, hätte ich gern jeden Tag eine Folge auf dem Let's Play-Kanal. Ob es jetzt eine Stream-Aufzeichnung ist oder ein Let's Play, wurscht. Hauptsache jeden Tag irgendwas Cooles. Und deswegen teile ich das jetzt gerne in kleinere Kapitel. Aber eigentlich ist es so ziemlich wurscht. Eigentlich könnte ich auch einfach ein stundenlanges Let's Play pro Woche machen und fertig. Es wäre ja eigentlich wirklich wurscht. Das ist wirklich rein vom Konzept her, täglich irgendwas zu haben, ist es mir halt einfach gerade lieber. Ich bin Batman.
Ja, ja. Manchmal gehen mir so Gedanken durch den Kopf. Und dann merke ich, naja, weiß ich jetzt nicht. Und dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt drüber reden soll, weil es eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber ich habe mir gerade gedacht, weil da Fledermäuse auf uns zugeflogen sind, ne? Ich nehme euch mal mit auf meinen Gedankenprozess. Da sind Fledermäuse auf uns zugeflogen. Ich hab was Neues für dich, oh, Mann. Großer Koffer. Ja, den hätte ich tatsächlich jetzt schon gerne, muss ich sagen. Oh, ich habe einen kleinen Schlüssel nicht verwendet. Ah. Ich kaufe fast alles. Ja, und ich habe die Schätze im Aufzug unten vergessen. Ich, Vollidiot, das ärgert mich. Das ärgert mich. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Gleich erzähle ich euch die Fledermausgeschichte. Moment. Ärgerlich. Ärgert mich jetzt wirklich, dass ich den Schatz nicht mitgenommen habe, sonst hätte ich mir den größeren Koffer leisten können. Aber so ist es auch okay jetzt. Wirst schon sehen. Na dann, angenehm. Ich meine, ich habe noch ziemlich viel Edelsteine, ne? Aber eigentlich würde ich mir die gern aufheben. Naja, also, da sind Fledermäuse auf uns zugeflogen. Und ich habe mir so gedacht, wäre Batman im Resident Evil-Universum möglich? Und ich meine jetzt nicht irgendeinen Superreichen, der sich einfach in moderne Waffentechnologie hüllt, sondern wirklich so ein Batman-Batman. Und theoretisch wäre das mit dem T-Virus sogar super easy, ne? Wir kennen Insekten-Mensch-Hybriden, Reptilien-Mensch-Hybriden und so weiter. Also theoretisch super easy. Fledermaus-Mensch-Hybriden sollten überhaupt kein Problem sein. Und ich denke mir, das wäre doch cool. Da könnte man in Resident Evil, im Resident Evil-Universum tatsächlich mal echte Vampire und Werwölfe einführen, wenn man mal einfach so Fledermaus-Mensch-Hybriden und Wolfs-Mensch-Hybriden mit dem T-Virus macht. Da müssten die nur mal zurück wieder zum T-Virus und dann könnte man das super gut erklären. Das wäre irgendwie voll witzig. Und während ich den Gedanken in meinem Kopf hatte, ne, währenddessen ist mir halt natürlich Resident Evil Village eingefallen und die haben ja schon Vampire und Werwölfe. Die haben das jetzt nochmal ein bisschen anders erklärt als ich. Echt jetzt? Meine Erklärung wäre natürlich besser. Das muss man schon sagen. Meine Erklärung wäre sinnvoller. Wird besser ins Resident Evil-Universum passen. Aber gut. Die haben sich für Mold entschieden, für Experimente mit dem Pilz. Auch gut. Aber ja. Und darüber denke ich so den ganzen Tag nach, damit ihr das mal wisst. Warum ist es denn hier noch so ruhig? Normalerweise ist hier die absolute Höllen-Action. Jetzt haben wir Höllen-Action. Let's go. Ich habe mich schon gewundert, wo die bleiben. Uiuiuiui, da oben ist aber auch ein bisschen krass gerade. Okay, wir haben multiple Kühe. Wir haben multiple Kühe und Schweineköpfe. Ah, come on. Ich weiß genau, wo eure KI-Grenze ist. Die funktioniert auch hier im Mod noch. Ich wollte nämlich die mir im ersten Playthrough eigentlich in die Falle locken. Ich habe mir gedacht, jetzt drücke ich den Knopf nochmal und lass die kommen, damit die dann von ihrer eigenen Schussanlage erschossen werden. Funktioniert leider nicht, weil hier ist die magische Grenze. Da verlieren sie plötzlich jedes Interesse an einem. Das kann man natürlich auch gut zu seinem Vorteil nutzen, ne? Aber schöner wäre es, wenn man die in ihre eigene Falle locken könnte, finde ich.
Achso, leer. Naja. Naja, so dauert der Kampf gegen Schweinebärmann vielleicht auch ein bisschen lange. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Suplex! Ich finde, ein Suplex sollte auch den Parasiten töten. Suplex ist, wie wir wissen, die mächtigste Waffe, die die Menschheit jemals erfunden hat. Und ich finde, da sollte auch kein Parasit mehr überleben dann. Das sieht echt nicht gut aus, Leon, um Gottes Willen. Die Verbrennungen gerade waren unschön. Aber sind schnell wieder geheilt. Es gibt ja die schöne Fan-Theorie und die möchte ich so ein bisschen glauben, weil ich sie einfach so passend finde, dass Leon halt während Resident Evil 4, zumindest dann seit der, naja, ziemlich früh, seit der Infektion halt einfach, eben mit einem Plugger infiziert ist. Und auch wenn der noch nicht die Kontrolle übernommen hat, hat der natürlich schon Einfluss auf ihn und auf sein Gehirn und auch auf sein Schmerzempfinden und seine regenerativen Fähigkeiten. Und deswegen kommt er hier so gut durch, obwohl er eben so schwere Verletzungen von sich trägt. Und natürlich kann man wieder sagen, naja, man muss Gameplay und Story trennen, ne? Das ist ja logisch in Videospielen, dass die Darstellung vom Gameplay nicht immer Sinn macht, weil da oft normale Menschen viel zu viel abkriegen und man darf nur das, was in den Cutscenes vorkommt, werten. Das ist zwar schön und gut, aber im Original Resident Evil 4 kriegt Leon ein Messer von Ada ins Bein gerammt, in den Oberschenkel. Und das ist halt, mit so einem Messer, wie Ada es benutzt, das ist ein ordentliches Messer, ist das halt kein Spaß, ne? Das ist eine ernsthafte, gefährliche Geschichte. Das ist eine schwere Verletzung. Und da läuft man nicht einfach 2 Sekunden später wieder, sprintet man nicht wieder durch die Gegend, wenn man so ein fettes Messer ins Bein bekommen hat. Und ja, genau. Also auch mit dieser Cutscene lässt sich diese Theorie begründen. Na, wunderbar. Come on. Come on. Das ist gemein. Das ist auch lustig und so. Aber das ist schon turbomies einfach. Ich habe nicht mehr gelenkt, ne? Also ich bin direkt aus der Kletteranimation in die Falle. Der kann man nicht entgehen. Ich habe sie von unten schon piepsen gehört und dachte mir so, naja. Ich finde das lustig, dass die. Ich frage mich, wie die Dinger funktionieren. Die haben. Was ist gerade passiert? Was ist hier gerade passiert? Naja, auf jeden Fall haben die hinten nur einen Knopf und wenn ich drauf drücke, dann zielen die woanders hin. Die haben nur. Die können nur in 2 Richtungen zielen. Vorprogrammiert. Sonst geht nichts. Was war denn jetzt das gerade? Was hat mir da gerade. Waren da Sprengsätze an der Wand oder so? Ich habe das überhaupt nicht gecheckt gerade, was da passiert ist. Ha, naja, okay. Keine Ahnung. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Hat mir das auch überhaupt Schaden gemacht? Ich bin sehr irritiert gerade davon. Hä? Sind die vermint? Ich sehe da aber nichts. Ich war beim ersten Mal spielen voll irritiert wegen dem Fenster hier. Ich dachte, da muss man irgendwie rein oder sowas oder einen Weg reinfinden oder warum kann ich nicht durchs Fenster springen? Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Überhaupt nicht gecheckt. Man kann übrigens durch diese roten Laser ganz gut durch, wenn man Schaden kriegt. Man kann sich von Gegner wunderbar durchprügeln lassen.
dann kommt man durch, ohne dass man von denen wirklich totgeschossen wird. Das ist ein beliebter Speedrun-Trick. Vor allem hat das den Vorteil, dass das dann meistens sogar noch auf den Gegner geht, der dich da reingeprügelt hat. Was es natürlich noch schöner macht. Das Ganze. Uiuiui, hier ist auf jeden Fall sehr viel mehr Hammer-Time los in dem Mod, ne? Okay, okay. Ich muss die ganze Zeit an die beiden Schätze im Aufzug denken, die ich wegen den Abstürzen dann am Ende nicht mehr mitgenommen habe. Die ganze Zeit denke ich mir so, ach, wenn ich die genommen hätte, ey, das wäre so gut gewesen. Warum habe ich die nicht mitgenommen? Oh Gott, als den gerade gegen die Wand gibt. Bröselt. Keine Ahnung. Das war gerade echt witzig. Meine Güte. Wow. Das hier war in meinem ersten Playthrough so ziemlich die erste und einzige Stelle, wo ich wirklich viel mit Stealth gearbeitet habe. Weil ich hier auch einfach nichts mehr hatte an der Stelle. Wieder mal. Und da kann man mit Stealth echt ein paar ausschalten, wenn man Glück hat. Also, come on. Wer auch immer diesen Mod gemacht hat, ist schon ein ganz schöner Arsch. Muss man schon sagen. Auch hier wundert es mich, dass so wenig Action ist. Kommen da jetzt noch die anderen oder kann ich erstmal da lang gehen? Aha, jetzt höre ich sie. Na nu, die Striker kriegt man hier geschenkt. Das ist natürlich schon nice. Aber ich höre auch schon wieder Sprengstoff piepsen irgendwo. Oh? Wow, da hatte ich jetzt aber Glück, dass das nicht auf uns geschossen hat. So, jetzt räumen wir mal unser Inventar ein bisschen auf, dass wir die Striker mitnehmen können. Das wäre doch gelacht, wenn wir die hier nicht reinquetschen würden, oder? Das klappt doch wunderbar. Ah, könnte eng werden für die Striker. Obwohl, die ist nicht, die ist, glaube ich, eventuell sogar kürzer als die normale Schrotflinte. Oder die wir jetzt haben. Ja, ich wollte ja eigentlich die Striker nicht benutzen in diesem Playthrough, weil ich die immer benutze, weil ich liebe sie. Aber jetzt, wo sie mir schenken. Aber nee, die wird verscherbelt. Die wird verscherbelt. Die rüste ich jetzt aus. Die 12 Schuss, die jetzt drin sind, werden rausgeballert. Und dann behalten wir die Riot Gun weiter. Damit es mal was anderes ist. Einfach mal ein bisschen neue Waffen auch benutzen. Yippadi-du-da, yippadi-yay. Super Heilung, lalala. Könnte ich eigentlich jetzt schon nehmen. Okay. Rein damit. Ich habe schon maximale Gesundheit. Shit, okay. Ab jetzt wird gelbes Kraut verscherbelt. Aber sowas von. Nix mehr. Nix mehr Superkraut mischen.
Der erste Schuss hat den ganz schön kalt gelassen, ne? So, Raketenwerfermann aus der Entfernung getötet. Das ist auch ungewöhnlich, dass der noch keine Aggro hatte auf uns. Wundert mich wirklich. Hat mich da gerade von hinten was getroffen? Nee, das sah nur komisch aus. Hey, mit den... Also, ich fand den ersten lustig, ne? Den ersten fand ich lustig. Beim zweiten habe ich auch noch geschmunzelt. Aber ich finde... Es reicht. Es reicht schon langsam mit verstecktem Sprengstoff. Ja, ich habe es mir sogar hier noch gedacht jetzt. Cool, dass ich meine Heilung gerade benutzt habe, ne? Weil jetzt bin ich tot. Ich glaube, mehr habe ich nicht. Nee, ich glaube auch, Leon. Das ist problematisch. Und ich hab's bei den Vasen noch gewusst, Leute. Ich hab's wirklich noch gewusst. Ich hab mir gedacht, na, das ist jetzt aber schon... Nein, jetzt schießt hier noch irgendeine Selbstschussanlage auch noch. Wo ist die? Einer weniger. Puh, mit dem letzten Schuss. Oh, naja. Wir könnten jetzt wenigstens den Anstand haben und irgendwie ein bisschen Heilung droppen. Wo ist denn die Selbstschussanlage, verdammt? Ah, da. Dass die Selbstschussanlagen hier eingesetzt wurden, finde ich eigentlich sogar ganz cool, muss ich sagen. Also sinnvoll. Das macht Sinn, dass die hier sind und nicht nur im Krauser-Bosskampf, finde ich. Ist natürlich ein bisschen nervig, weil die auch so klein und unscheinbar sind, ne? Aber Sinn macht's zumindest, kann man nichts sagen. Wo ist denn die? Ja. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin so tot. Ich hätte nicht so rumrambun dürfen. Das war so dumm. Das war so dumm von mir. Ich höre schon wieder rumgepiepse. Halten Sie Ashley hier fest? Okay, da unten haben sie definitiv auch ein bisschen abgegradet, habe ich das Gefühl. Was Gegner angeht. Ich muss nur gerade echt ein bisschen vorsichtig sein hier. Das war ein bisschen sehr blöd jetzt mit der letzten Selbstschussanlage. Ich gebe es ja zu, ich wollte John Wick spielen und... Ja, nee, war nicht gut. Na gut, da... Jetzt sterbe ich. Wo ist denn das Ding, dass das immer noch auf uns... Oh! Arschloch! Nein, das ist zu viel. Das ist mir zu viel. Okay, speichern wir hier mal. Ist gerade eine echt brenzliche Situation. Aber da machen wir für heute jetzt mal Schluss. Es ist spannend. Wenn ich nicht bald Heilung finde... Holy shit, ey. Ein bisschen bekloppt hier. Also diese Selbstschussanlagen, wie gesagt, die machen Sinn. Ich finde es auch ganz cool. Aber das war jetzt ein bisschen viel Selbstschussanlage an sehr kurzer Zeit. Die hätte ich ein bisschen, ne, schöner vielleicht verteilt, besser gefunden. Ich hoffe, das zieht sich jetzt nicht durch die ganze Insel. Das wäre ein bisschen nervig. Naja, wie dem auch sei.